Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem, ja, verschneiten Commander Krieger. Auch wenn bei mir noch kein Schnee liegt, in Deutschland hat es jetzt schon zum ersten Mal, glaube ich, ein bisschen geschneit, vielleicht auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall 24. November 2010, wir haben es 18.24 Uhr und dieses ist mein fünfter Vlog für euch. Viele haben mich gefragt, Commander Krieger, kannst du mir mal bitte sagen, wie du auf YouTube gekommen bist, beziehungsweise wie du überhaupt angefangen hast? Ich habe damals auf YouTube ein Video gesucht, um mich ein bisschen zu verbessern und habe einfach mal so geguckt, was es denn gibt und habe ein Claymore-Tutorial von Tio gesehen. So, danach habe ich Tio abonniert und Tio war eigentlich mein allererstes Abo. Und so kam das Ganze, dann hat Tio irgendwann in seinen Videos erwähnt, dass es einen Dr. Kaboom gibt. So, dann bin ich zu Dr. Kaboom gegangen, habe mir die Videos angeschaut und fand die Videos nice. Und dann kam das Video frei für alle auf FGM mit der Barrel 30:3 von Dr. Kaboom. Er hat es hat einen Spruch von Under Serial in seinem Video erwähnt, und zwar, dass es doch mehr Leute geben soll, die sich mal Gedanken darüber machen sollen, ja, auch Videos für YouTube zu machen. Und ich habe mir immer wirklich, habe mich hingesetzt, hättest du eigentlich Bock drauf? Du laberst sehr viel rum, hast Bock zu labern, warum machst du es eigentlich nicht? So, und habe Kaboom einen Kanalkommentar geschrieben. Ich habe es mal rausgesucht, hier. Das war vor 5 Monaten, da hatte Kaboom ungefähr noch so 200 Abonnenten. Da habe ich geschrieben, hallo Dr. Kaboom. Also ich war bisher ein Fan von Tio und nach seiner Werbung, besonders dem Spruch, dass du auf der PS3 zockst, musste ich einfach hier hin. Ich bin selber ein PS3 MW2er und mir gefallen deine Videos. Ihr seht, ich bin genauso einer wie ihr. So, zu deinen Fragen und Bitten. Eigene Videos hochladen und kommentieren würde ich sehr gerne machen, jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich bei der PS3 Videos erstellen bzw. bearbeiten kann. Wenn du mir einen Weg zeigst, dann werde ich diesen sehr gerne einschlagen. Lust darauf hätte ich, also hilfst du mir, dann bekommst du Videos und das nicht zu knapp. Hier habe ich es ihm versprochen und Kaboom hat sich nicht lumpen lassen und hat mir eine sehr lange Nachricht geschrieben. Ihr seht hier schon, hier ging es richtig ab. GSSD war dabei, ChaiChao war dabei und auf jeden Fall hat mir geschrieben, vielen Dank, längster Kanalkommentar. Ich brauche als erstes mal ein Gerät namens Haupausch HDPVR. So, dieses Gerät kostet 200 Euro und ich habe ihm darauf geantwortet, glaube ich, irgendwie, dass mir das ein bisschen zu teuer war. Das ist übrigens mein zweiter Account, also wundert euch nicht, dass hier so wenig los ist. Hier seht ihr ganz ehrlich, also puh, also ehrlich, was mich ein bisschen abschreckt, sind die 200 Euro für so ein Gerät. Ich meine, klar muss sowas angeschafft werden und vor allem, ich habe Lust drauf. Ihr seht schon, ich hatte richtig Bock drauf, ich war richtig heiß. Das Problem, was ich damals hatte zwischen meinem Fernseher und meinem PC, waren ca. 18 Meter Luftlinie. Das heißt, ich habe damals in meinem Wohnzimmer gezockt und das war für mich so ein kleines Problemchen. Auf die habe ich keinen Bock. So, das war mein Telefon. So, und auf jeden Fall, ihr seht schon hier, es ging richtig zur Sache. Und wir haben wirklich viel miteinander geschrieben. Also überall Dr. Kaboom, Dr. Kaboom, Dr. Kaboom. Da wurden gerade die German Taters gegründet. Und da war auf jeden Fall richtig Rambazamba. Auf jeden Fall, jede Nachricht da war lang. Hier hat er mir noch gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben auch über das Dazzle gesprochen, weil das Dazzle ist ja ein... Jetzt geht's hier weiter. So... jetzt geht's hier weiter. Auf jeden Fall, wir haben ja über dieses Dazzle gesprochen und in meinen Augen braucht man einfach, um erfolgreich zu sein auf YouTube, ist es meine Meinung, dass man eine Haupausch HDPVR hat, weil es gibt sehr viele Leute, die auf YouTube Videos machen und warum soll ich mir ein schlechtes Video, was heißt ein schlechtes eigentlich, von mir aus ein sehr gutes Gameplay in einer schlechten Qualität und in einer nicht sehr guten Qualität anschauen. Ich kenne darauf keine Frage, außer bei einer Person und das war Asiali80, der in meinen Augen wirklich der beste deutsche Spieler ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich kenne keinen, der krassere Dinge abliefert als der Typ. Und das war die einzige Ausnahme, die ich damals gemacht habe. Ich habe ihn angesprochen, ich so, ey, hör mal zu, Alter, du machst Hammer Gameplays. Kauft ihr eine HDPVR? Ja, und hin und her. Jetzt hat er sie und das wird jetzt nochmal richtig rocken, zumal er jetzt auch kommentiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es schreiben mir viele Leute momentan Nachrichten. Ey, kannst du für mich ein Video kommentieren?
und machen und tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt für irgendjemanden, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, für irgendjemanden, der ankommt und sagt, kannst du für mich ein Video kommentieren? Und ich sage, ja, ich mache es. Ich kommentiere für ihn ein Video. Was meint ihr, was auf meinem Kanal los ist? Ich kriege dann nur noch Nachrichten, ey, kommentiere mein Video und meins und meins und meins. Und ich komme dann nicht mehr dazu, selber meine Videos zu machen, weil ich nur noch Nachrichten kriege, dass ich für die Leute Videos kommentieren soll. Und wenn ich damit einmal anfange, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wie soll ich dann jemand anderem verklicken, dass ich sein Video nicht kommentieren werde? Ich weiß keine Lösung darauf. Außer ich verlose sowas mal oder ich mache mal so eine Art Gewinnspiel, dass ich für jemanden ein Video kommentiere. Das kann ich mal machen. Aber es ist definitiv nicht jetzt irgendwie großartig geplant. Zumal viele Leute wollen gerne hier in diese Empfehlungsliste. Wie man hier reinkommt oder wie man hier auch in die Abo-Liste reinkommt, ist ein ganz einfacher Punkt. Ihr müsst in meinen Augen eine perfekte Arbeit abliefern. InScope hat sehr lange gebraucht, bis er hier reinkam. Wieso, weshalb, warum? Es waren Videos, die waren zwar gut, aber es fehlte das gewisse Etwas. Und über dieses gewisse Etwas möchte ich heute mit euch reden. Es schreiben mir viele Leute an, oder schreiben mich viele Leute an. Commander, gib mir doch mal ein Feedback, sag doch mal bitte, wie du das Video findest. Gib mir Kritik, wie ich besser werden kann und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang mir wirklich viel zu viel Gedanken darüber gemacht, wie ein ordentliches Gameplay aussehen oder Commentary aussehen muss. Ich sag mal so, das Gameplay, es darf nicht verkämmt sein. Das heißt, man darf sich ja nicht irgendwie jetzt in der Ecke hocken und die ganze Zeit am besten noch den Rücken mit einer Claymore absichern und dann einfach nur alle Gegner, die auf einen kommen, wegranzen. Oder ich habe zum Beispiel einen Spieler gesehen, der hatte einen Score von 131-5. Jetzt sagen viele, boah, ist das ein Hammer-Score, Wahnsinn, wie kriegt er das hin? Aber da ist für mich der Punkt, so einen Score zu erreichen, ist nicht das Problem. Das Problem ist, den Score zu erreichen und das Ziel, das Spielziel zu erfüllen. Das heißt, den Spielmodi zu erfüllen. In diesem Spiel ging es ums Hauptquartier und bei Hauptquartier muss man halt das Hauptquartier einnehmen. Und wenn man das Hauptquartier nicht einnimmt, verliert man, sage ich jetzt mal. So, was der Herr gemacht hat, ich nenne jetzt extra keine Namen, ich möchte euch das nur mal kurz sagen. Er hat sich wirklich überhaupt nicht um irgendein Hauptquartier gekümmert, sondern hat nur Gegner abgeballert und war meistens ein bisschen vom Hauptquartier entfernt. Das heißt, die Gegner wollten zum Hauptquartier und er hat sie abgefangen, abgeknallt, hat sich so seine Killstreaks, ich sag mal, ergammelt und hat somit den Score erreicht. Der Score ist heftig, brauchen wir nicht drüber reden, aber er hat nicht ein einziges Hauptquartier eingenommen und das ist für mich in meinen Augen das große Problem. Das geht in meinen Augen nicht. Und deshalb habe ich auch gesagt, nee, sorry, will ich nichts mit zu tun haben, weil du den Spielmodi nicht erfüllst. Das ist genauso wie wenn einer bei Capture the Flag, was weiß ich, der kann 200-1 machen an Kills. Wenn die Runde aber verloren geht, dann frage ich mich, hättest du mal nicht lieber eine Fahne einnehmen sollen? Und genau darum geht es. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall ein Gameplay haben, was wirklich auch passt, was man zeigen kann. Ich würde mich schämen, irgendeinen Spielmodus hochzuladen, wo ich ja den Sinn und Zweck nicht erfülle. Selbst in dem Sprengkommando-Video habe ich versucht, die Bombe freizuhalten, dass meine Kollegen da rangehen konnten. Und wenn, dann war ich alleine da und konnte so nicht alleine die Bombe legen. Das war für mich ein anderer Punkt. Aber auf jeden Fall, ihr müsst ein Gameplay haben, was überzeugt. Punkt. Wo ihr nicht campt und einen ganzen Tag Rallye macht. Zum Commentary, und das ist wirklich so die Feinheit, wie muss ein ordentliches Commentary aussehen? Ganz ehrlich, es muss einfach natürlich und ehrlich sein. Ich habe früher viele Punkte geschrieben, macht einen roten Faden rein, verfolgt das, gebt Tipps und dieses und jenes. Ich habe es wirklich zu sehr analysiert. Heute bin ich der anderen Ansicht, dass ich einfach nur sagen kann, seid ehrlich und seid ihr selbst, seid natürlich. Das heißt, erzählt jetzt nicht, was weiß ich, hier, ich bin der Obermacker und tralala und schließt dann ab mit einem, was weiß ich, 16-6 Score oder so. Seid natürlich, seid ehrlich, sagt, was ihr könnt, sagt, was ihr drauf habt. Das kommt an auf YouTube. Wenn ihr irgendwie da großartig rum erzählt, ihr seid der beste, tollste Hecht im Karpfenteich und ihr kriegt es nicht auf die Kette, sage ich jetzt mal, eine Vierer-Killstreak normal zu erreichen, ja,
dann analysiert es von mir aus. Aber sagt nicht, dass ihr der Obermacker seid. Genauso wählt euren Namen mit Bedacht. Zum Beispiel bei Commander Krieger, es schreiben immer noch viele Leute Commander mit K oder Krieger. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Es ist einfach so. Wählt euch einen Namen aus, zum Beispiel nicht irgendwie XX, Quickscope, Yeah, Schnaps, Zip, Firr, XX. Den Namen kann keiner oben bei YouTube eingeben. Nehmt euch einen simplen Namen. Je simpler, desto besser. Einen Namen, den man, der auch Wiedererkennungswert hat. Den ihr, was weiß ich, zum Beispiel, deshalb habe ich damals bei mir in meinem Chat, habe ich den Nick Tempo-Taschentuch einfach mal verwendet. So, Tempo-Taschentuch ist eigentlich ein cooler Nick. Wir gehen jetzt hier mal nebenbei in meinen Chat. Und Tempo-Taschentuch ist echt ein cooler Nickname. Und ihr seht, da ist Tempo-Taschentuch. Und dieser Tempo-Taschentuch, das ist ein Nickname, der fällt auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinschaue und ich würde jetzt zum Beispiel hier unten, ich will diesen Spieler jetzt nicht ankreiden, aber X-Char, dann dieser Strich 2K, das ist ein Name, den man sehr schlecht behalten kann. Moment. Jetzt machen wir mal was, da habe ich Bock drauf. Hallo, ihr seid nun im Vlog Nummer 5. Und tschüss. Auf jeden Fall. So, ich muss mal den Kiffer anmachen. Alle Registrierkarten schließen. Gucken wir mal, wie lange wir Zeit haben. Nehmt euch einen Namen, der simpel ist. Ich wollte mich am Anfang sehr gerne Sergeant nennen. Sergeant Krieger zum Beispiel. Aber ey, wenn die Leute noch nicht mal Commander richtig schreiben können, ich will gar nicht wissen, wie die Leute Sergeant geschrieben hätten. Ich will es nicht wissen. Also, was dabei rausgekommen wäre, keine Ahnung. Ich muss mal mein Hintergrundbild ändern. Habe ich heute noch gar nicht gemacht. So. Kaboom! Da ist Kaboom! Er greift zu. Auf jeden Fall, ja, sucht euch einen Namen aus, der simpel ist. Und ich empfehle euch wirklich, nehmt eure PlayStation-ID, eure Xbox-ID oder whatever und passt die mit dem Namen auf YouTube an. Es ist ja kein Problem, mal eben einen neuen Account zu erstellen. Und so könnt ihr das Ganze eigentlich vernünftig machen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, versucht so ein bisschen euren eigenen Stil zu entwickeln. Und ganz ehrlich, wenn ihr, ohne jetzt das Böse zu meinen, wenn ihr 14 Jahre alt seid und eine sehr hohe Stimme habt, was ja nicht schlimm ist, aber dann nennt euch nicht der Zerstörer, weil es hört sich nicht gut an, wenn dann da hängt, hallo, herzlich willkommen, hier ist der Zerstörer. Das passt nicht, das geht überhaupt nicht klar. Dann nehmt euch lieber einen witzigen Namen und versucht es über die Art. Auf jeden Fall, was ich damit halt rüberbringen will, versucht euer eigenes Ich mit einem Namen zu verbinden. So, ich bin einfach Commander Krieger. So wie ich jetzt hier mit euch rede, so was ich hier jetzt gerade laber, so rede ich auch mit meinen Freunden, mit Kaboom, mit Anasiriel, mit Tio. So rede ich mit allen Leuten. Das bin einfach ich. Das heißt, selbst wenn ich mit euch auf Skype rede oder so, ich rede genauso. Ich verstehe mich nicht anders und meine jetzt so, jetzt muss ich hier, ich bin jetzt der Commander Krieger und blablabla. Nein. Lass das Rauchen sein. Rauchen kann tödlich sein und Raucher sterben früher übrigens. So. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, seid ihr selber. Versteht euch nicht irgendwie für irgendjemanden oder irgendwas. Das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts, außer dass ihr ja irgendwann in ein Problem reinkommt, wo ihr nicht rauskommen könnt. Weil ihr euch selber zu tief in diese Schiene reingefahren habt. Seid ehrlich, seid einfach so, wie ihr seid. Macht Commentaries, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr Witze machen wollt, macht Witze. Wenn ihr sagen wollt, ich bin aber eher mehr der ruhige und der verschlossene Typ, dann sucht euch einen Bereich aus, wo ihr mit diesem ruhigen was machen könnt. Dann macht ihr keine Action-Gameplays, sondern dann macht ihr irgendwelche Analysen oder irgendwas oder Montagen. Wenn ihr keine großen Kenntnisse habt, keine Lust habt, diese Kenntnisse euch anzueignen, dann lasst es. Macht das, worauf ihr Bock habt. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen jetzt klarer geworden ist, dass ihr jetzt wisst, wie ich entstanden bin. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt die bitte unten in die Videokommentare. Ich werde keine Frage stellen, die Zeit ist auch leider jetzt schon rum.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Schuss, euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal.